Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Radiant Dawn hier im Speichermenü. Wir haben jetzt mal Kapitel 5 abgeschlossen. Das heißt, jetzt geht's folgetechnisch nach Kapitel 6. Seit der Krieg zwischen der Allianz der Lagus und Benion begonnen hat, haben sich die restlichen drei Nationen auf Tellius, Daheim, Crimea und Goldoa neutral verhalten. Der Unabhängigkeitskrieg in Daheim ist beendet. Prinz Peleas ist zum König gekrönt worden. Daheim hat sich aus Benions Herrschaft befreit und wird nun von allen Seiten wieder als unabhängiges Land angesehen. Micaia fasst einen Entschluss. Sie wird ihr Versprechen ehren und weiter als Generalin Daheim dienen, bis sich das Land stabilisiert hat. Die meisten ihrer Begleiter bleiben an ihrer Seite und helfen beim Wiederaufbau der geliebten Heimat. Sie hoffen, dass Daheims Gesellschaft und Politik sich bald wieder erholt haben. Ihre Konzentration lässt nicht zu, sich um Probleme außerhalb Daheims zu kümmern, wie den Krieg in Benion. Doch eine rätselhafte Gesinnungsänderung treibt König Peleas zu einer unglaublichen Entscheidung. Er befiehlt Micaia, dem Krieg beizutreten und auf der Seite Benions zu kämpfen. Kapitel 6 – Kampfeswille. In den Grenzen Benions, westlich vom Fluss Riban. Bist du dir sicher, Micaia? Das ergibt absolut keinen Sinn. Die königliche Armee Daheims kommt der Bitte Benions nach, bei der Ausschaltung der Allianz der Lagus am Fluss Riban behilflich zu sein. Dies sind unsere Befehle von König Peleas. Und an seine Untertanen werden wir ihm gehorchen. Ohne zu fragen, warum? Daheim ist endlich wieder selbstständig. Warum sprechen wir überhaupt mit Benion oder kämpfen für sie? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass König Peleas das Beste für Daheim will. Wie wir. Er weiß etwas, was wir nicht wissen. Ich vertraue ihm. Doch hat er sich seit der Krönung verändert. Er lächelt nicht mal mehr. Vielleicht weil Izuka und der Schwarze Ritter verschwunden sind. Wem ist es wichtig, ob Peleas lächelt oder lacht? Wir haben keinen Streit mit der Allianz der Lagus. Warum greifen wir sie dann an? Nur mit wenigen Ausnahmen brennen die Soldaten darauf, die Lagus zu jagen. Ihnen wurde für jeden, den sie töten, eine hohe Belohnung versprochen. Das hat sicher die Kampfmoral erhöht. Hör dich nur mal an, Lagus jagen. Das ist ja ganz toll, fantastisch. Wir sind von Freiheitskämpfern innerhalb eines Wimpernschlags zu bigotten Fanatikern geworden. Ich kann nicht glauben, dass du bei diesem mörderischen Spiel hier mitspielst. Was denkst du wirklich darüber? Sag mir die Wahrheit. Ich will nicht kämpfen. Warum willst du... Was habe ich denn für eine Wahl? Ich bin der General dieser Armee. Es ist unerheblich, wie ich mich fühle. Abgesehen davon kann ich weder den König noch die Soldaten im Stich lassen. Ich bin ihnen verpflichtet. Es tut mir leid. Peleas Befehl zu folgen ist dasselbe, wie sie gut zu heißen. Soji, du musst das nicht tun. Ich hörte, dass dein Freund Ike auf der Seite der Allianz der Lagus kämpft. Geh zu ihnen und kämpfe mit ihnen. Oder kämpfe gar nicht. Lass dich wegen mir zu nichts zwingen. Ich werde dir nicht von der Seite weichen. Ich habe geschworen, dich um jeden Preis zu beschützen. Und ich halte meine Versprechen. Wenn ich dir diesen Irrsinn nicht ausreden kann, dann werde ich gegen Commander Ike und seine Männer kämpfen. Sote. Wir sollten uns jetzt vorbereiten. Dieser Kampf wird härter als jeder, den wir bis jetzt gekämpft haben. Danke. Ich weiß, das ist nicht einfach. Aber wenn eine Seite untergehen muss, werde ich alles dafür tun, dass es nicht dein ist. Mir bleibt keine andere Wahl. Tja, und da sind wir wieder zurück mit Micaia und ihrer Truppe. Minus, Iliana. Ich glaube, Iliana war die Einzige, die wir verloren haben. Ansonsten, wow, wir haben 3 Leute mit der Erdaffinität. 4 Leute mit der Erdaffinität. Wow. Und naja. Es hat sich ein bisschen was getan. Also leveltechnisch immer noch da, wo wir aufgehört haben. Da hat sich nichts getan. Was sich aber getan hat, ist, dass die Gegner stärker geworden sind. Und jetzt kommt das, was ich am Anfang, was ich in Part 1 meinte, dass der Bund der Morgenröte es jetzt verdammt schwer haben wird. Wir werden innerhalb von Part 3 jetzt mit diesem Kapitel insgesamt 3 Kapitel haben, wo wir den Bund der Morgenröte spielen. Die halt mehr oder weniger Verteidigungsmissionen haben. Und naja.
Das wird nicht einfach für die, sagen wir es mal so. Da werden wir uns ganz schön reinknien müssen. Aber erstmal kriegen wir ein bisschen Hilfe. Wir haben nämlich ganz schön viele Basisgespräche. Ich frag mich, was das ist. Lass mich mal sehen. Ah, das ist eine Meisterkrone. König Pelias hat extra für dich eine beschafft. Wie verwende ich sie? Er sagte, dass Beorg mit fortgeschrittenen Kampfkünsten sie verwenden können, um noch mehr Kraft zu gewinnen. Jemand, der seine Fähigkeiten verfeinert hat. Aha, also kann sie nicht jeder verwenden. So klingt es, ja. Diese Krone ist sehr kostbar, also wähle den Empfänger mit Sorgfalt aus. Das werde ich. Ja, und wir sind sehr weit davon entfernt, die zu verwenden. Sehr, sehr weit. Bitte sehr, Jill. Diese Waffe ist für euch. Ich danke euch. Lady Micaiah, ich muss euch einfach fragen, was ist der Zweck dieses Krieges? König Pelias hat entschlossen, Benjam Beistand zu leisten. Hat er euch vielleicht seine Beweggründe mitgeteilt? Micaiah, dieser Krieg ist Wahnsinn. Warum sollten wir Benjam helfen? Ich weiß es nicht. Wunderbar. Ich glaube an unseren König. Das ist alles, was ich sagen kann. Na, wenigstens glaubt einer an ihn. Eine Kriegeraxt für Jill. Und die Geschenke gehen weiter. Edward, ich habe etwas für dich. Echt? Was denn? Es ist ein Geschenk von König Pelias. Einer von den Schätzen von da ein. Die Klinge Kaladorbolg. Oh, dieses Ding ist unglaublich. Ich habe noch nie eine so scharfe Klinge gesehen. Ist sie wirklich für mich? Das bedeutet, dass sich der König auf mich verlässt, oder? Gut. Kaladorbolg. Und ich werde ihn nicht enttäuschen. Ich habe gar nicht gesehen, dass der Satz da weitergeht. Hör mal, Edward, dieser Krieg. Nein, sollte wirklich nicht. Was? Sollte was nicht? Ach, schon gut. Es ist nicht. Vergiss, dass ich etwas gesagt habe. Mach ich. Micaiah? Ich weiß nicht viel über König oder Adlige und das ganze Zeug. Aber du kämpfst, weil du glaubst, dass das Beste für dein ist, oder? Und naja, das reicht mir als Grund. Ich mache mit, ganz egal, was passiert. Oh, Edward. Und jetzt möchte ich dieses Schwert verwenden. Sie werden danach Lieder über mich singen. Ich kann es fühlen. Witzigerweise, Leonard und Nolan kriegen gleich auch eine auf sie zugeschnittene Waffe. Das sind halt so Waffen, die halt nur die drei verwenden können. Die wurden tatsächlich in der amerikanischen und europäischen Version nachgereicht. In der japanischen Version gab es die gar nicht. Und die machen halt das Spiel schon ein bisschen leichter. So halt, wir werden halt trotzdem ziemliche Probleme haben. Leonard, König Pelias hat mich gebeten, dir diesen Bogen zu geben. Es ist Lugnasad. Gesundheit. Er liegt schon seit langem in den Schatzkammern von Dahlen und bereit und hat eines würdigen Trägers. Er ist sehr viel mächtiger als ein Silberbogen. Er ist so schön. War mal ehrlich, der Bogen ist doch viel zu gut für mich. Er wurde für viel geschicktere Hände als die meinen gemacht. Ich denke, wir müssen jetzt wirklich gewinnen, richtig? Ja, ich glaube auch. Sieh mich nicht so traurig an, Micaiah. Du bist für diesen Krieg nicht verantwortlich. Wir tun das Beste, wozu wir in der Lage sind. Aber ich kämpfe für Dahlen. Vielleicht ändern sich die Umstände, aber meine Gefühle werden es nie tun. Und der Letzte. Hallo, Nolan. Für dich ist ein Geschenk von König Pelias eingetroffen. Das meinst du nicht ernst? Das kann nicht sein. Das ist Travos, oder? Das ist meine schlagkräftige Axt. Ich habe schon Geschichten über die sagenumwobene Axt von Dahlen gehört. Aber sie so zu halten. König Pelias möchte sie mir geben? Ich habe den Mann ja schon immer gemocht. Ich werde mich gut um die Axt kümmern, keine Sorge. Das weiß ich, Nolan. König Pelias weiß es auch. Darum hat er sie dir ja geschenkt. Micaiah, ich weiß, wie schwer die Verantwortung eines Commanders wiegt. Besonders mit allen Zweifeln und der Verwirrung um uns herum. Es ist bitter, in einem Krieg zu kämpfen, an dem man selbst nicht glaubt. Nolan, ich... Aber merk dir eine Sache, Micaiah. Wir sind immer noch der Bund der Morgenröte. Wir sind keine Kameraden. Wir sind Familie. Wenn du irgendetwas brauchst, dann sind wir bei dir. Ganz egal was. Daran wird sich auch nichts ändern. Oh, Nolan. Dankeschön. Und Travos. Gut, haben wir Unterstützungsgespräche? Oder halt, Unterstützungsbus? Ja, den können wir ja nicht auf A erhöhen. Das führt uns gleich sehr weiter. Ich habe mit Wölfchen nämlich so ein bisschen was vor. Schade, dass wir Fiona keinen Support mit Nolan geben können. Das wäre halt auch ganz gut. Und die haben schon A. So, schauen wir uns mal an, was wir gekriegt haben. Wir haben Lugnasad gekriegt. Erhöht, glaube ich, die Geschwindigkeit von Leonard, wenn die Waffe ausgerüstet ist. Was ziemlich cool ist.
weil Leonard nicht so ein großes Geschwindigkeitswachstum hat und dass er damit ein bisschen migrieren kann. Außerdem ist der Bogen halt ziemlich stark, mal davon abgesehen. Und wir haben immer noch die ganzen Bogen zu bögen, die können wir gleich mal ablegen. Dann haben wir für Nolan haben wir Travos bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was das macht. Verteidigung plus 4 kann er auch sehr gut gebrauchen. Und Edwards Colored Borg gibt, glaube ich, Glück, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, gibt Glück, was ihm beim Ausweichen halt ziemlich hilft. Ansonsten sind die Waffen halt alle exorbitant stark und können halt nur von der jeweiligen Person verwendet werden. Fähigkeit. Machen wir erstmal die Fähigkeiten. Wir haben ein bisschen was aufzuräumen. So, Voluk, du kannst erstmal deinen blöden Imbrunst-Skill abpacken. So. Und dann können wir dir nämlich den Raubtier-Skill geben. Wird ganz witzig werden. Voluk kann jetzt nämlich unverwandelt kämpfen. Dadurch, dass wir den Halbwandel weggemacht haben, ist er halt jetzt am Anfang der Runde normal als menschlich, wie die anderen Laguts auch. So, der Halbwandel hat halt quasi nur im ersten Teil gelockt. Er ist jetzt ganz normal von der Wandelleiste betroffen, wie alle anderen Laguts auch. Heißt allerdings auch, wir können es ihm wegnehmen. Das nehmen wir ihn auch mal weg. Das braucht er jetzt nicht mehr. Dann geben wir... Haben wir nicht noch eine zweite Elite? Ich dachte, wir hätten zwei. Tja, da habe ich mich vergeirrt. Da haben wir doch keine zwei. Fiona hat die. So, dann geben wir die nämlich wohl Luke. So, wir werden nämlich jetzt was ganz Witziges gleich machen. Und zwar, werden wir Voluk gleich unverwandelt gegen andere Laguts kämpfen lassen. Wir werden gleich in dem Kapitel nur gegen andere Laguts kämpfen. Und, ja, wie gesagt, dadurch, dass Voluk unverwandelt sein kann, können wir ihn halt unverwandelt dahin stellen. Müssen wir ein bisschen aufpassen, ihn bei Zierg in der Reichweite lassen, dass auch sein Ausweichen ein bisschen verbessert wird. Und, naja, dadurch, dass wir halt Raubtierfeind aktiv haben, hat er halt trotzdem einen relativ hohen Angriff gegen die und kann halt auch die Katzen teilweise one-shotten mit einem Schlag. Kriegt dadurch sehr viel EP und kann dadurch sehr viele Level nachholen. Also schon ziemlich cool. So, Jill können wir nicht auch mal was geben. Wir können Jill passieren, glaube ich, ganz gut geben. Das macht, glaube ich, Sinn, wenn wir passieren geben. So, Zier kann auch Vorteil kriegen. Fiona kann auch die Heilung nehmen, dann kann sie sich zusätzlich noch ein bisschen heilen. Ja, die Schnelligkeit haben wir auch noch. Können wir nicht beim Mac drauf lassen. Stört da gerade nicht. Gut, dann können wir Bonus-EP verteilen. So. Na komm, gehen wir mal Zierg die Bonus-EP. Dann kann er schon mal ein bisschen zulegen. Dann kann er jetzt noch ein Level up haben, dann ist seine Geschwindigkeit wahrscheinlich auf Maximum. Das sollte er eigentlich ausmaxen. So, was haben wir denn hier im Itemverkauf drin? Oh, Superwaffen. Oh, ist was falsch. Ich wollte doch pubertiv, ja. Raubtiertod müsste Sote noch haben. Der sollte ganz nützlich werden. Das können wir auch ablegen. Geben wir noch die Mixtur mit, just in case. Mikaya kann auch schon mal ein bisschen was ablegen.
So. Also so von dem, den Erholungsstab können wir auch Mikaya geben, dass er was zum Heilen hat. Und du kannst ihn gar nicht finden, nevermind. Kümmern wir uns nochmal drum. Jedenfalls, Mikaya und Laura sind jetzt eigentlich so ziemlich ein und dasselbe von Können her. Die haben halt beide ein ziemlich hohes Magiewachstum und haben halt beide Licht und Stab als Hauptwaffen. Als Waffen. So, von daher, ja, können wir, also alles, was Laura kann, kann Mikaya jetzt halt auch. Oh, so wie Kraut wollte ich gar nicht annehmen. So, man kann es jetzt auf die Silberlanze führen. Du hast 16 Stärke, das ist echt nicht viel. Können wir dir hier irgendwas Gutes holen? Hast du A? Du hast A. Perfekt, dann können wir dir eine Silberlanze einfach in die Hand drücken. Weil die Silberlanze ist dir wahrscheinlich viel zu schwer. Oh, die hat 12, die kannst du sogar führen. Perfekt, nehmen wir. Na, eine Fackel brauchen wir, glaube ich, nicht. An sich ist das, brauchen wir nicht. Wobei, wir geben Zirk mal eine mit. Dass Zirk für Volup ein bisschen leuchten kann. Damit wir halt so ungefähr eine Vorstellung. Oh, ich will nicht die Erholung kaufen. Dass wir halt so eine ungefähre Vorstellung haben, wo wir den gleich hinstellen. Das ist ganz witzig. Ein bisschen gefährlich, da müssen wir halt echt ein bisschen aufpassen. Aber auch ganz witzig. In dieser Nacht, östlich vom Fluss Riban. Wir haben gerade erst angefangen, den Fluss zu durchqueren. Dieser Nebel macht mir Sorgen. Ich kann die andere Seite überhaupt nicht erkennen. Als wir das erste Mal den Fluss durchquert haben, triumphierten wir dank dieses kleinen Strategen. Komm schon, Skrimir, du drückst die Kampfmoral. Ich wurde besiegt von einem Beorg. Kann ich mit der Bürde der Schande nach Gallia zurückkehren? Wäre ich nur gestorben, dann hätte ich diese Schmach nicht über mich ergehen lassen müssen. Skrimir, hör auf! Bist du gestorben, hätte Gallia einen mutigen Krieger verloren. Mutig? Ich bin ein Versager. Bitte, lass mich allein. Ach. Hey, Kisha, riechst du das? Ich rieche nichts. Was soll ich denn riechen? Vielleicht ist es nur Einbildung. Denk scharf nach. Was ist das für ein Geruch? Hallo, Captain Ranulf. Nun, mal überlegen. Was ist das nur für ein Geruch? Oh, jetzt weiß ich es. Es riecht nach einer dieser Fackeln, die Beorg immer bei sich haben. Was? Werden wir verfolgt? Ich rieche keine Beorg. Das liegt daran, dass der Wind von der entgegengesetzten Seite kommt. Oh nein. Ich hatte gleich ein schlechtes Gefühl. Wir überqueren den Fluss nicht weiter. Kisha, Lyre, sagt es allen anderen. Ich werde zur Spitze laufen und ihnen die Nachricht überbringen. Ich hoffe nur, es ist noch nicht zu spät. Nein, nein, der Feind ist hier. Das kann nicht sein. Lyre, lauf zum linken Flügel und klär sie über die Situation auf. Lyre! Noch nicht. Lass sie noch näher herankommen. Absolute Ruhe. Dort doch die Spitze auf. Alle auf die Position. Angriff! So. Volup geht dahin. Wir können mit Fiona und mit Aran oder Nolan hier gleich ziemlich gut zustellen. Die sind ziemlich tanky. Jill kann halt hier mal ein bisschen kurz rüberfliegen und ein bisschen Hit-Damage machen. Die Seite hier können wir mit Zirk und Volup abdecken. Wie gesagt, Volup wird so ein bisschen One-Punch-Man-Action hier gleich machen. Wird ganz witzig. Und naja. So, als erstes geben wir erstmal die Anweisung, dass die NPCs hier mal hingehen sollen in die Ecke, damit die uns in Ruhe lassen und wir hier in Ruhe schalten und walten können, wie wir wollen. So, Mikaya muss mal kurz Licht machen.
Also hier sollte Voluk eigentlich safe sein. Dann stellt sich Ziak hier noch zu. Dann sind die beiden nämlich Support-Range voneinander. Und dann passiert da nichts. Dann stellen wir Nolan nochmal dazu. Dass wir hier halt möglichst wenig Fläche bieten. Und dann müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass wir hier Zug kriegen. Er mit seinen ganzen Bronzebögen. Und das war halt auch einer der Gründe, warum wir halt am Anfang dieses große Trainingschapter hatten. Die sind auf 14, Voluk ist auf 16, also halt, die sind halt ganz knapp stärker tatsächlich als wir. Normalerweise ist halt der Gegnerunterschied gar nicht so, also der Levelunterschied ein bisschen größer. Ist hier noch ein Tiger? Das ist eine Katze, das da ist auch eine Katze. Okay, hier ist kein Tiger mehr. Das da ist ein Tiger, aber der kann nicht kämpfen. Fiona muss ein bisschen aufpassen, sie überlebt keinen zweiten Schlag von dem Tiger. Aber gut, auf der anderen Seite kann sie halt die Tiger auch nicht besiegen. Sie doppelt die nicht. Ist ja natürlich zu kritisch. So, dann stellen wir hier noch Aran zu, dann sollte es hier eigentlich... unsere Kapitelaufgabe ist halt, dass wir eine gewisse Anzahl an Lagus besiegen. Es ist natürlich einfacher, die zu besiegen, wenn die unverwandelt sind. Gibt halt aber auch bei Weitem nicht so viel EP. Da müssen wir vielleicht ein bisschen drauf aufpassen. So, und ich glaube, hier in der Ecke gab es einen Kriegerbogen. Genau, da war der. So. Müsste eigentlich so passen. Und Laura ist auch noch da. So, die rücken jetzt erstmal ab. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Spielraum. Mist, ein Hinterhalt. Rückzug, Brüder, Rückzug! Niemals! Was hast du gesagt? Wir gehören dem Stand der Raubtiere an. Ich sterbe lieber, als ein Feigling zu sein. Also gut, kein Rückzug. Wir bleiben und kämpfen bis zum letzten. Angriff! Oh, der geht tatsächlich lieber auf Mac. Irgendwie ist Mac ziemlich klein. Oder diese miese Plüsch ziemlich groß. Verdammt, die gehen nicht auf Voluk. Ich glaube, es liegt daran, weil sie bessere Alternativen haben. Voluk kann die Katzen, glaube ich, one-shotten. Und Level Up für Jill. Gutes Level Up. Oh, wow. Gut, dass die Katzen nicht so viel Damage machen. Vor allem ist es echt witzig, dass die Katze gegen einen General kämpft und den nicht doppeln kann. So umgedreht aus unserer Perspektive hätte es das nie gegeben. Mac mit ihrer 19 Geschwindigkeit. Na übrigens, da oben in der Ecke, wo wir gerade Lethe gesehen haben, ist auch Mordecai. Ja, die sind da oben in der Ecke da. Und tatsächlich kann Ziak mit den beiden reden und wechselt dann zum Gegner rüber. Stellen wir uns mit Ziak da hin, dann sollte das passen.
Ich habe mein Skript gar nicht offen. Muluk, es ist wirklich faszinierend, wie sehr wir unser Leben gegenseitig beeinflusst haben. Da kann jetzt keiner von uns sterben, also sei lieber etwas vorsichtig. Wuff, 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 für die Wuff? Keine Ahnung, ich habe mein Skript nicht offen. Keine Ahnung, was da steht. Das müsste eigentlich so gehen. So, hier bleiben wir einfach so stehen. Unser Ziel ist es, möglichst viele Verwandelte zu besiegen, weil, naja, wie gesagt, das gibt halt ein bisschen mehr EP. Ich muss niesen. Au. Verdammt, er hat dich getroffen. Aber hey, er hat halt schon ein Level up. So, er kriegt halt so viel EP durch die Sache, er muss halt nicht mal treffen. Ich weiß, dass er halt nur ein EP kriegt, weil er auf 99 war, aber es war trotzdem witzig. Yay. Und wir müssen ihn gleich heilen. Gegen die Tiger ist es für Voluk tatsächlich einfacher. Lete, du Närrin. Warum ziehst du dich nicht zurück? Die Soldaten denken, indem wir uns zurückziehen, werfen wir unseren Stolz weg. Du folgst den Befehlen eines blutdürstigen Soldaten? Du solltest die Führung übernehmen. Mir ist auch klar, dass der Rückzug das einzig Richtige ist, Ranulf. Aber wenn wir jetzt davonlaufen, verlieren wir alles, was uns von Herzen wichtig ist. Gut, Lete, solange es deine Entscheidung ist und nicht die von jemand anderen. Ich begebe mich zu den anderen in der Nachhut und passe auf Skrimir auf. Wir zählen auf dich. So, Voluk braucht erstmal den Heal. Kann Jill die Katze da vorschwächen, dass wenn Voluk die trifft, dass sie dann gleich Katze ist? Uff. Das ist aber eine agile Katze. Es ist mir tatsächlich ein bisschen langwurm. Na, ob der trifft? Wäre auch seltsam gewesen. Tatsächlich finde ich es interessant, dass Zirki tatsächlich gegen die Laguz kämpft. Er ist ja so ein Laguz-Freund. Man kann sich eigentlich von da zurückziehen. Man kann Nolan hier dicht machen. Hat so eine Waffe? Ja, hat er. Kann er den mal kurz anpoken? Und dann kann Fiona den besiegen. Und dann hat sie schon gleich ein Level-Up. Gutes Level-Up. So, Aran kann sich auch mal gönnen. Naja. Immerhin. Oh, die Katze könnte sich gleich zurückverwandeln. Naja, jedenfalls, wir machen an dieser Stelle jetzt erstmal eine klitzekleine Pause. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao.